Moin Leute, willkommen zu einem neuen Spiel. Eines schönen Tages wachte Amadeus der Zauberer. Trine 4. Hoch oben in den Bergen. Es kommen diesen Monat so viele Spiele und auch sehr, sehr viele gute Spiele. Ich komme gar nicht hinterher mit dem Testen. Er zusammen mit anderen Zauberern wie gesagt, Trine 4. Besuchte. Die ersten drei Teile kenne ich. Beschloss er, ich habe einen sehr, sehr viel gespielt. Ich weiß aber nicht welcher. Obwohl er dafür ich finde, zu laufen hatte. Die Spiele an sich sehr, sehr gut. Auf zum Briefkasten. Ich kann es nicht wirklich erklären, was das für ein Genre ist. Irgendwie Jump'n'Run, aber irgendwie auch Rätsel. Ihr werdet es einfach sehen. Also, wir müssen jetzt mal gucken hier. Ja. Also, man sieht sich immer nur so von der Seite. Und ich habe jetzt hier gerade einen Zauberer. Und der Zauberer kann Sachen. Kann eine Truhe kann er immer beschwören, das weiß ich, sowas in den letzten Titeln. Und kann die auch dann halt so, wie heißt das, ja, schweben lassen. Und ja, ich könnte jetzt hier runterspringen, das mache ich aber lieber nicht. Und ja, man muss halt immer durch die Welten kommen. Es gibt noch verschiedene Charaktere, jeder hat Fähigkeiten, aber den Zauberer, den kenne ich auch aus den vorherigen Teilen, glaube ich. Ja, jetzt ist hier natürlich erstmal so ein kleines Tutorial, springen. Ganz schön frisch hier. Hier beschwöre ich halt diese Dings, Kiste. Und die ich dann, wie gesagt, kann ich dann hier so, wie ich will. Und ja, schauen wir mal, wie schwer das hier wird. Gedrückt halten, um einen Schneeball aufzuheben und schweben zu lassen. Okay. Achso, ich muss den jetzt... Ah, ja, gut. So, man kann den jetzt hier... Könnte man den immer mitnehmen. Ah, damit mache ich halt Sachen kaputt. Okay. Nehmen wir den mal weiter mit. Nee. Ich kann bestimmt das anheben, ne? Jo. Und mit dem kann man halt sehr, sehr viele Sachen anheben. Jetzt konnte man hier rüber. Ne, da ist eh nichts mehr. Jetzt muss ich halt... Ah, erstmal das da oben. Hier wechselt man... Ne, ich will das andere haben. Ich will das da oben haben. Muss man erstmal wegschieben, dann kann man das nach oben. Also es ist, ihr seht schon, ne? Es ist so rätselmäßig, halt mal was Ruhiges. Ich muss einen Schneemann bauen. Ah, okay. Ich muss mich hier nach oben bauen. Hier kommen immer wieder neue Dinger. Oh. Oh, oh, oh. Ah, komm! Jawohl! Also solche Spiele sind auch mal schön. Da ist extra, damit man zurück kann. Warum? Erstmal nicht. Hätte ich so einen Schneeball mitnehmen müssen? Ja. Jetzt können wir hier die Leiter. Digga. Ah, man kann die Sachen auch drehen. Ah, okay. Warte. Zack. Scheiße. Erstmal weg. Nein. Ah, Mann! Wie wechsle ich denn? Ich will das hier haben. Aua. So. Jetzt will ich den oben haben. Aber wieso hält der jetzt so in der Luft? Bei diesem einsamen Spaziergang durch die Wildnis vermisse ich meine alten Abenteuer. So, jetzt brauche ich meine Kiste. Ja, genau. Also wir können immer nur eine Kiste gleichzeitig machen. Oh mein Gott. Also die Grafik sieht auch schön aus. Also das Spiel ist ganz cool eigentlich. So, jetzt müssen wir hier wieder ein bisschen rätseln. Also, was heißt rätseln noch? Das ist ziemlich leicht. Und hier eine Brücke hin. Ich komme noch nicht klar mit dem Drehen. Ja, jetzt könnten wir da noch in der Mitte das davon nehmen, aber ich glaube, ich komme auch so rüber, ja. Beschwöre eine Kiste.
Warte mal. Machen wir das mal kaputt. Stellen wir sie dahin. Ich weiß nicht, wofür die Dinger sind, aber wir sammeln natürlich erstmal alles ein, was wir so sehen. Oh, da oben. Wie kommen wir da denn hin? Ja, wieder mit einer Kiste, ne? Ah, okay. Wir müssen die Kiste da drauf stellen. Jetzt müssen wir die Kiste wieder... man kann es mit L3 zerstören. Ah, okay. Ja, genau. Ah, gute alte Kiste weg. Hilft mir aus jedem Tief heraus. Jetzt müssen wir da hoch. Oh, mein Ohr juckt. Ich mache übrigens im Moment keine Facecam, weil ich gerade immer nur abends oder nachts zocke und ich keinen Bock habe, hier... Also meine Aufnahmen sind immer hier nachts oder sehr spät abends und ich habe keine Lust, hier großartig Licht anzumachen, nur damit man mich sieht, weil sonst sieht man mich nicht und deswegen lasse ich den Moment ein bisschen aus. Müssen wir jetzt mal gucken, wenn wir hier das schwerer machen, was passiert denn dann? Es geht gar nichts. Was ist, wenn wir das hier draufstellen? Geht der in die Büro? Ja. Zack. Und ich kann euch sagen, das wird noch richtig, richtig schwer, glaube ich. Oh, arme Ziege. Oh, die Ziege hängt fest. Helfen wir ihr doch. Jo. Wir sammeln das direkt ein. Hier können wir die Brücke hochholen. Cool. Ich hätte Margaret und den Kindern längst eine Postkarte schreiben sollen. Und warum ist dieser nächste Briefkasten nicht näher an der Zivilisation? Ja, der perfekt gepasst, dass ich gerade nur Dings gemacht habe. Achso. Ne, warte mal. Wir müssen es erst runternehmen. Und jetzt drauf. Ja, komm. Zack. Oh nein. Und das Spiel kann man bis 4 Spieler gleichzeitig spielen. Jeder hat dann einen anderen Charakter. Also so Koop. Es macht bestimmt auch eine Menge Bock. Wow. Eine unglaubliche Ziege. Danke, Bro. Danke dir. Einen Moment lang dachte ich schon, sie will mich rammen. ja, eine Kiste oder was? Kommen wir hier hoch? Ja. Sind wieder Dinger? Können wir den Schnee machen? Nee. Nein. Müssen wir hier hoch oder was? Nee. So, das war nur so ein kleiner Bonus, oder was? Ja, müssen wir auch wieder kaputt machen. Jawohl. Nice. Ah, wieder eine Brücke. Oder wieder ein paar Teile von zumindest. Ja, guck mal, die. Ah. Schmutz. Weg. Und das ist jetzt wieder eine, die so fest bleibt. Die kippt doch, ne, die kippen auch. Ja, dann wäre es nur die Kisten. Gucken wir mal, das könnte doch schon sogar reichen. Wenn ich jetzt noch meine Kiste dazu mache, können wir hier schon mal hoch. Ja, jetzt holen wir die Kisten hier hoch. Dürfte schon reichen, glaube ich. Jawohl. Ich bin gut! Hm, was ist das? Ein Brief für mich? Ja, ein Brief. Oh mein Gott. Er sieht euch fast aus wie ich. Lieber Amadeus der Zauberer, wir haben eine Mission höchster Dringlichkeit für euch. Oh, eine Mission. Schloss Heatherwood, 2 Jahre zuvor. Ihr müsst Prinz Silius finden. Einen Schüler der Astralakademie. Er ist unter mysteriösen und gar mühseligen Umständen verschwunden. So, vor 2 Jahren ist das jetzt passiert. Zu launenhaft, um Zauberei zu erlernen? Ich werde zaubern lernen. Was ist da passiert? Oh. Hm.
Eigentlich bin ich ja kein Freund von diesen Cutscenes laufen zu lassen. Aber das interessiert mich jetzt doch. Der zweite unserer verzauberten Helden war Pontius. Jetzt kommt der zweite Held. Kurz vor Beginn unseres Abenteuers ging Pontius gerade seinen ritterlichen Pflichten. Genau, der hat jetzt andere Fähigkeiten. Dabei führte ihn sein Weg zum verfluchten. Oh, jetzt habe ich gedrückt. Wollte ich ehrlich gesagt gar nicht. Ja, Level 1, das müssen wir ja. Der zweite unserer verzauberten Helden war Pontius der Ritter. Ja, hab ich das nicht kurz gedrückt? Vor Beginn unseres Abenteuers ging Pontius gerade seinem ritterlichen Pflichten nach. Bis jetzt! Okay. Nach seinem Begräbnis war dieser jedoch vom Grabe auferstanden. Oh. Als verbitterter Untoter. Also er hat wahrscheinlich Kraft oder so. Gab's den auch in Trine 2? Ich glaube, ich habe Trine 2 gespielt. War gekommen, um dem Spuk ein Ende zu machen. Auch, Alter. Mit Schwert und Schild und der Hoffnung, so, dass er ein schönes Stück Kuchen was haben wir denn hier? Also er kann was kaputt machen. Dann kann er irgendwie mit dem Schild was abblocken. Ja, das können schon die zwei Fähigkeiten sein. So, hier ist nichts mehr. Die Grafik gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Es ist sehr, sehr hübsch. Ja. Also der kann halt alles kaputt machen. Hm. Oh. Oh mein Gott! Oh, was sind das für Dinger? Cool. Also das Spiel sieht wirklich schön aus. Oh, oh. Das muss ich hier über diese Dinger rüber. Mit Feldern voller guter Sachen, die man gerne in einem Kuchen haben möchte. Zack. Das kann man also auch kaputt machen. Auf die Wippe aufstampfen. Ah, er kann so ein Slash-Ding machen. Wie heißt das? Von Mario, ne? Er kann auch hier so ein Boom und Stampfer, Alter. Geil. Geil! Geisterhaus. Das Spiel begeistert mich wirklich, das meine ich jetzt ernst. Ich zocke ja vieles im Moment. Aber das ist doch mal richtig geil. Das macht ja mal richtig Spaß. Und bald wird es halt, glaube ich, richtig schwer, wenn man halt die Figuren kombinieren muss. Hier mache ich das mal lieber. Achso, das sind so Dinger. Okay, das Licht hat mir den Weg frei gemacht. Ah, ich muss da runter. Da oben komme ich nicht ran. Schild verwenden. Ah, ich muss jetzt. Ah, ich muss den Lichtstrahl. Kann ich jetzt. Mann! Ah, dagegen das Schild. Ja, ich kann den Lichtstrahl hier, den Weg verändern. Wie ein anständiger Ritter zu einem so elenden Schurken werden kann, verstehe ich nicht. Da gibt es nicht viel zu verstehen, Kamerad. Wem redet er? Aber einst war ich genau wie du. Ein merkwürdiger Bursche. Nach einer schweren Verletzung konnte ich nicht mehr richtig kämpfen und wurde entlassen. Zack. Alle anderen Ritter schämten sich für mich. Am Ende ließen mich meine Freunde und meine Diener im immer Stich. Zu beiden Wegen erstmal gehen. Ich verrottete hier in der tiefsten Provinz. Das ist keine Ausrede für böse Taten. Damit kann man das jetzt auch blocken. Und die Dinger kaputt gehen. Zack. Hier muss man halt auch mit dem Schild lang gehen. Hier muss ich auch wieder was kaputt machen. Nice. Zack. Also wirklich schönes Spiel. Schön. Spielt sich sehr, sehr gut. Hier bin ich, elender Ghoul. Oh oh. Was ist das denn? Dann komm. Lass uns jetzt kämpfen. Oh mein Gott. Hä? Ey, mein Schild ist kaputt. Ah, das Licht. Jetzt hat's ihn getroffen. Ihr hasst also das Licht, mein Herr. Dann
suchen wir uns mehr davon. Ich muss da oben gegen treffen, Mist. Er muss nochmal schießen. Da muss ich das dann nach oben leiten. Genau. Jetzt muss ich es auf ihn. Ah, ja, sehr, sehr cool gemacht. Sehr cool gemacht. Keine Ahnung, warum ich das gerade so mag, aber ich finde es richtig cool. Boah, das war knapp. So, jetzt muss ich das da oben gegen schießen. Treff ich? Jo. Wieder rüber. Scheiße. Okay. Aua. Hey, da oben ist... Nein, ich habe kein Schild mehr. Was muss ich jetzt machen? Muss ich hier gegentreffen? Jetzt nochmal. Aber er ist in meinem Weg. Auf die Wippe aufstampfen. Ach ja, stimmt. Ah, ich muss hier stampfen. Mist. Ja, Mist. Das ist mir dann. Irgendwann wird es halt angezeigt, wenn man nicht selber drauf kommt. Nice. Sehr schickes Spiel. Sehr cooles Spiel. Wirklich. Gefällt mir richtig, richtig gut. Ich krieg kein Geld dafür, dass ich Werbung mache, Leute. So, jetzt hat er auch eine Nachricht bekommen. Oh, ein Brief an Ritter Pontius. Ich glaub's nicht. Das bin ich. Verehrter Pontius der Ritter. Ah, er kriegt auch was über die Jungen. Uns ist ein Prinz verloren gegangen. Aber also wir werden jetzt alle gerufen, um diesen Prinz zu finden. Außergewöhnlichen Fähigkeiten sicher bald finden. Beschwör deinen Schatten im Traum? Sprich diesen Zauber und er erobert den Raum. Prinzelius ist nicht unbegabt, war aber vor einiger Zeit in einen Unfall verwickelt, als er seine Kräfte anwandte. Behandelt ihn streng, doch mit Vorsicht. Unsere letzte Heldin war Soya. Wie Amadeus und Pontius war auch sie von den mysteriösen Kräften des Trine verzaubert. Das Schicksal hatte sie in eine Stadt geführt, in der fröhlich gefeiert wurde. Doch Soya hatte nicht vor, sich dem Trubel anzuschließen. Kurz bevor unser Abenteuer seinen Lauf nahm, hatte Soya die ganze Nacht mit geheimnisvollen Machenschaften verbracht. Nicht alle davon waren besonders schicklich für eine Heldin. Während die Bewohner ausgelassen feierten, schlich Soya in schurkischer Absicht durch die Stadt. Eine gänzlich ehrliche Geschäftsfrau hätte das Haus. So, jetzt haben wir hier die dritte Heldin. Die hat wohl Pfeil und Bogen. Da oben waren so viele Gemälde. Die werden Wochen brauchen. Hier können wir nichts machen. Ohne Diebin. Jetzt rede ich schon mit mir selbst. So, also wir können hier irgendwie so einen Pfeil machen. Ja, wir können auf jeden Fall einen Pfeil schießen. Mehr weiß ich jetzt gerade noch nicht. Hui. Zack. Zack.
Zack. Ja. Ah! Sie kann ihren Seil befestigen noch. Ah, okay. Ey, lass mich los! Hä? Ah, okay. Hui! Yep. Also sie kann hier so schwingen und Seil machen. Oh, cool. Okay. Wird ein Hebel aktiviert, wenn man da steht? Schieß mal mit dem Pfeil das Ding durch. Jo. Das auch. Sieht echt schön aus. Oder hinten Feuerwerk. Zack, zack, zack. Beeil dich. Bum, bum, wir kommen bum, bum, zu spät zum Maskenball. Ja, ja. Geht der denn nicht die ganze Nacht lang? Ballons. Soja hatte nicht vor, sich unter die Feiernden auf dem Fest der Masken zu mischen. Alle Ballons abschießen. Auf sie wartete eine ganz andere Verabredung. Jo. Jetzt kann man das Ding wegziehen. Also mir macht das echt mega Spaß, Leute. Auch wenn das nicht so aussieht. Es macht Spaß zu rätseln und das spielt sich einfach schön. Es fühlt sich cool an. Und es sieht gut aus. Zack. Machen wir mal die Dings da auf. Zack. Was ist das hier? Achso. Müssen wir erstmal. Hä? Wofür ist denn hier ein Ding? Ah, ich muss das verbinden, sonst rollt das zurück. Nice. Müssen wir erstmal das weg? Ziehen wir uns hier hoch. Easy. Wofür ist das? Hey, wieso kann ich nicht... Was sagen? Ist vielleicht auch noch irgendwas Verstecktes? Ah, ich muss da oben gegenschießen. Preis und der Typ ist im Wasser gelandet. Ziehen kann ich nicht. Aber ich kann mich hochziehen. Achso. Ich muss das verbinden. Ah, und dann kann ich hier noch lang laufen. Sehr cool. Abknallen da, damit das ein bisschen tiefer kommt. Reicht schon, danke. Ah, ist da oben vielleicht noch was? Nee. Zack. Oh nein, Katzen, ich bin allergisch. Wo weg hier. Wo ist denn jetzt die Klinge? Ja, da oben ist der Gong, ne? Cool. Gern geschehen. Im Austausch für das gestohlene Gemälde erhielt Sawyer einen Beutel voll Gold. Juhu! Wir haben Gold. Setzen wir das erstmal ein. Müssen wir uns wieder schwingen und schwingen. Ups. Zack, zack. Zu ihrer Überraschung plagte die Diebin jedoch ein schlechtes Gewissen. Okay. Es war doch nur ein Gemälde. Vielleicht haltet mich ja der Maskenball auf.
müssen wir das komplett rüberziehen. Jetzt können wir hier hochwandern. Jawohl. Jetzt müssen wir uns wieder eine Brücke bauen. Zack. Und runter. So, let's go. Und dann haben wir es auch mit dieser Figur geschafft. Auf dem Weg zum Maskenball stieß Sawyer auf einen Ort, der alte Erinnerungen in ihr weckte. Es war das Waisenhaus. Oh. Sie spendet das Geld. Ein neuer Tiefpunkt. Immerhin sieht mich keiner. Ah, jetzt kriegt sie... Soja, verehrte Heldin. Jetzt kriegt sie auch eine Nachricht. Herrin des Königreichs. Ihr müsst Prinz Silius zurück ja. in die Obhut der Astralakademie bringen. Jetzt geht's wieder weiter mit dem, weil er ist irgendwie... Na, er ist da verschwunden, weil er wahrscheinlich gezaubert hat, obwohl er es nicht kann. Solange der Prinz auf sich allein gestellt ist, schwebt er in Gefahr. Diese Schatten. Es war nur ein Albtraum. Ach du Scheiße. Kein Albtraum, Digga. What the fuck? Er ist irgendwie ins Zauberland gekommen. Ach du Scheiße, vergiss. Eures Erfolges harrend, Wilhelmina, Zauberin der Astralakademie und Abgeordnete des Hohen Rats. Okay, also wir drei sollen jetzt den Jungen finden, oder was? Die vielen Briefe der Meisterzauberin führten unsere drei Helden auf eine felsige und windgepeitschte Heide. So, ich würde aber mal sagen, das war jetzt Part 1, Leute, von Trine 4, Trine 4, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Für mich mit das beste Spiel in diesem Jahr, was rausgekommen ist. Ich habe zwar viel gespielt dieses Jahr, aber das gefällt mir sehr, sehr gut. Wenn es euch gefallen hat, Leute, wartet auf Part 2. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, von Grid und von Trine kommt auf jeden Fall weitere Parts. Die Spiele finde ich richtig gut. Ghostbusters ist was für zwischendurch. Weiß ich nicht, ob ich das noch spiele, aber die hier fallen mir richtig gut. Haut erstmal rein, wir sehen uns beim Part 2.